So, haben wir gespeichert. Denn geht's jetzt mal Richtung Keller. Ja, the door to the cellar, genau. Das hatten wir schon. So, wir gehen da runter. Denne, nehmen wir unseren Kellerschlüssel. Wenn ich ihn dann mal angeklickt kriege wieder. Ah, ich habe wieder Probleme mit meinem... mit meinem Menü. Das ist wieder klasse. Ah. There are no more items to the left. Das ist gut, dass wir keine weiteren haben, aber das gibt mir die Möglichkeit, jetzt endlich meinen Schlüssel zu nehmen. Ja, ich weiß nicht, warum das teilweise ein bisschen hakt, nachdem man das dann weitermacht, nachdem man gespeichert hat. Aber egal. So, die Kellertür ist offen, mein Kellerschlüssel ist futsch. Ich habe irgendwie Angst. This must be the cellar Dr. Zed was talking about. Ist jetzt die Frage, ob ich da auch wirklich rein will. Eigentlich ja nicht so wirklich. Ich werde erstmal noch was wie einen Schluck aus meiner Pulle nehmen. Ach, ein bisschen Mut antrinken. Igitt. Das sieht unschön aus. Eine blutige Waschmaschine. Ein Rohr. Ein paar Laken, Sheets, whatever. Shelves, also ein Loch. Eine Planke. Sheets, ja. Gut, gucken wir uns mal die Sheets an. Old dirty sheets are spread over the furniture. In a way, it looks like there are people underneath, but they don't move. No, it's just old broken furniture. Nothing less, nothing more. Ganz ehrlich, ich bin mir da ehrlich gesagt gerade nicht ganz sicher, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Die hebe ich mir mal für später auf. It's broken. I had probably been broke down from the laundry room to be mended, but they never did. Ja. Gut, hier haben wir ein Loch. There is something down there. Maybe another room. Auch wieder so eine Sache, die ich eigentlich gar nicht wissen will. A long plank of wood. Ja, die kann ich doch bestimmt mitnehmen. Natürlich. Oh, guck mal hier, eine can of oil. A tin of industrial oil. Die nehmen wir dann doch auch direkt mal mit. They're full of items. All of them, unfortunately, quite useless. Ja, offensichtlich alle nutzlos. My hands just get covered with dust. Gut. Und ein Röhrchen noch. Gut. These pipes with hot water warm up the whole cellar. Okay. It's too high. Da würde ich aber mit der Planke rankommen, mein Freund. Ich meine, ich kann ja mal den Test wagen. Plank und Pipe. I can't use the plank with the pipe. So, wohl eher besser mit dem Pope als mit der Pipe. Egal. Mehr haben wir da nicht. Ich guck mir erstmal die Waschmaschine genau an. It's out of order. Schön. Ich weiß auch nicht, also sowohl das Loch als auch die Sheets sind für mich gerade ein wenig... Ich
ein wenig... Ich habe keine Lust, sie anzupacken. Ja. I would probably just find some piled up chairs and drawers under the sheets. Gut, offensichtlich hat er selber keine Lust. Das finde ich prickelnd. It's too high to jump down. Kann man da noch weitergehen? Da nicht. Das sind die Treppen. Kann ich jetzt das... Ne, Moment, aber das ist ja keine Chemikalie. Ich kann ja mal gucken. I can't use the can of oil with a washing machine. Das war ja nur ein Gedanke. Ja, Moment, ich muss... Achso, hier, ich werde das Ding... I tied the end of the rope around this plank. Genau, das macht nämlich jetzt auch wieder Sinn. Weil jetzt habe ich das Seil an der Planke und jetzt kann ich die Planke samt Seil über das Loch legen. Haha, so, und jetzt kann ich das Loch betreten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das wirklich will. Eigentlich will ich das nicht. Und ich tue es. Ugh! The stench of rotting flesh is unbearable. What did the German doctor want me to bring? Garantiert. These must be the chemicals he was talking about. But which one? Bottle of red chemical, bottle of blue chemical. Take the red pill, take the blue pill, ne? Eine Maschine, ein toter Körper, ein Bassin, Patientenpfeil, ein Tab, Drain, Gas Control Switch. Alter. Red is blood. Is this the deadly chemical I should inject to Ivy's veins? Ey, ich dachte, der wollte das Mädchen umbringen und nicht seine Frau. Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Hat er uns irgendetwas verschwiegen? Blue, it seems to be glowing. Nimm sie doch beide mit. No, I have no use for the bottle of blue chemical. Das ist ziemlich ätzend, weil ich... Ich kann jetzt garantiert die Spritze in eine dieser beiden Flüssigkeiten tunken, die aufziehen. Ist es aber das falsche Mittel, hat das Mädel bestimmt Schmerzen ohne Ende. Ey, ich hab da gerade echt so keinen Bock drauf. It is complicated. It's a complicated machine. That I think it's keeping some vital functions of the man on the table. Das glaube ich weniger, der ist doch hinüber, oder nicht? It could be a water balsam, but I think it's for blood, actually. Warum gefällt mir das alles nicht? Dirty water from the tap drips down there. Das wird doch bestimmt auch wieder wichtig. It's leaking. Okay. Ich kann damit wahrscheinlich... Ich hab doch diese Glasbowle. Kann ich die... I can't use the glass bowl with the tap. War nur so ein Gedanke. Kann ich die vielleicht... I'm not sure if it's suitable for drinking. Ich hätte jetzt gedacht, dass man... Nein, nicht die Spritze. Die Glasbowle
I can't use the glass bowl with the drain. Okay. Warum gefällt mir das Ganze irgendwie nicht? Den Hebel, den lasse ich echt in Ruhe, ne? This lever sheds gas on and off. Ach so, wahrscheinlich das Gas. Oh. Ja, okay. There's some personal information about the man on the table in it. John Wilson, DOB, date of birth, 15. Juni 1969, place of birth, Plymouth, blood type O negative, history of mental illness, paranoid, schizophrenia, known by the press as the Devonshire X-Man, who brutally murdered several people using the fire axe. Aha. Das ist, okay. Das ist der Devonshire X-Man. This body is connected to several tubes and pipes coming out of the nearby machinery. Aha. Ja, jetzt wird's strange langsam. It's empty. Ich habe immer so die Befürchtung, dass das Vieh da irgendwie aufsteht oder so, obwohl das eigentlich aufgrund der Zeichnung gar nicht hinkommen kann. Aber gut. I shouldn't probably fiddle with it. Das solltest du vielleicht auch nicht tun. So, jetzt kann ich eigentlich nur noch den Hebel ziehen. Ich habe echt die Befürchtung, dass wenn ich den Hebel ziehe, ich gleich tot umfalle. Okay, jetzt habe ich das Gas gesperrt. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Ich könnte ja wieder hoch. Wie war denn das? Nimmst du die blaue Pille, nimmst du die rote Pille? Die rote Pille war... Ich meine, ich könnte ja eigentlich gucken, ob ich den Doktor da irgendwie fragen kann. Aber was sollte ich denn finden? Was soll ich ihm bringen? Body. Remove loose skin. There is a large cut across the forehead. It must be made earlier. Irgendwie habe ich echt total den Schiss, dass der gleich die Augen aufmacht. So, this is John Wilson, a Schizo from Plymouth, a legendary X-Man. I wonder how he ended up on this operating table. I think his body is dead, but his brain is being kept alive by machinery connected to it. Ich sag es doch, der macht bestimmt gleich die Augen auf. I poked him in the arm, but there's no reaction. Alter, bist du lebensmüde? Ey, bist du lebensmüde oder was? Aha, the brain. Fresh brain, it's still alive. It's the only part of his body that is actually... Ey, da bin ich ja einerseits echt froh, dass ihr gerade meine Visage in der Facecam nicht sehen könnt, weil sie nicht läuft. Aber ich sag nur so viel, ich... kratzt mir hier gerade am Bart, mir kurz davor, mir auf den Fingernägeln rumzubeißen. Ich hasse Horrorspiele. Ich mach das echt nur für euch, ne? Nur für euch da draußen, echt. So, ich nehme jetzt dieses fucking Gehirn. I should think of some way of transporting the brain fresh first.
Okay. I can't just carry it in my hands. Entschuldigung, ich kann mir das Lachen gerade nicht verkneifen. Also einerseits ist es ja echt gerade echt surreal. Andererseits habe ich doch ja, kribbelt's leicht. Ja, und andererseits weiß ich nicht. So, ich nehme jetzt hier diese Glasbohle, diese Glaskübel und kombiniere das mit dem Gehirn. Was? I can't use... What? I can't use the glass bowl with a brain. So, bist du blöd? Soll ich ihn mir auf den Toast packen, oder was? Ich muss also den irgendwo drin sauber drin transportieren. Ey, der ist ja... Das ist ja... Ja, wir transportieren den auf den Toast. Pass mal auf. I can't use the toast with a brain. Oh, bist du bescheuert oder was? Oh, herrlich. Entschuldigung, ey. Aber ich muss die Stimmung irgendwie gerade auf. Aber wieso kann ich denn das Hirn nicht in die Glasbowle packen? I should think of some way of transporting the brain fresh first. Ach so. Ja, natürlich. I can't just carry it in my hands. Das heißt, wir brauchen irgendwie kann ich da auch irgendwo wieder zurück? Body. Ah, Exit. Ich muss den irgendwo drin transportieren. Muss ich jetzt hier die Glasbowle mit der roten Flüssigkeit kombinieren? I can't use the glass bowl with the... With a bottle of red chemical, wollte er sagen. I can't use the glass bowl with the... The bottle of blue chemical. So, vervollständigen wir das mal. Ja, dann würde doch sich nur noch das Basseur anbieten. Aber ich brauche irgendwas, womit ich... Achso, dann brauche ich bestimmt jetzt ein Tablett oder irgendwie sowas. So, ich kraxel da erstmal hoch. Dann gehe ich mal wieder die Treppe nach oben. Dann gehe ich mal wieder in den ersten Stock. Da würde sich das Breakfast Tray jetzt anbieten. Nothing there I could use. I'm currently not cleaning it up. Das wissen wir. Moment, wir gehen mal da rein. Kann ich das Breakfast? I don't eat breakfast. Du Trottel, du solltest das auch zum Transportieren. Kann ich die jetzt vielleicht? I think I'm gonna skip off today. Kettle and biscuits. I will definitely come here if I want some tea and biscuits. But it won't be anytime soon. Gut, dann kann ich das da drin auch nicht transportieren. Dann gehen wir mal wieder raus. Ja, was machen wir denn da? Ich fahre erstmal wieder nach unten. Dann werde ich einmal wieder kurz zwischenspeichern und dann würde ich sagen, schauen wir gleich, wie wir es dann schaffen, jetzt dieses Hirn des Devonshire X-Men sauber, frisch und nach Möglichkeit feucht, denke ich, zum Doktor zu transportieren. Also bis gleich dann, ne?